In diesem Video möchte ich euch mal eine vollautomatische TNT-Kanone zeigen und sind hier, also hier ist das mit dem, wo das TNT weggeschossen wird, sieht man da ja schon so einen Krater als Testaufnahme. Hier sieht man eine Glock und da sind Kommandoblöcke. Da werde ich erstmal die Glock laufen lassen. Da werden immer TNT-Blöcke platziert am Redstone-Blöcken und sprengen das TNT weg. Vielleicht können wir noch ein voll machen. Das ist vollautomatisch, also man muss nicht nachladen. Das ist unendlich lange. Ich hoffe mal, dass es bei dem Anreiz gibt, das nachzubauen. Das ist unendlich lang, kann ich ja unendlich lange so weiterlaufen lassen. Wenn ich die Hebel jetzt hier anstelle, dann wird es erstmal auf. Ja. Tausend Sekunden. Das wird ja klar einstellen. Und dann kann ich mal zeigen, wie ich das mache. Das erste ist, man platziert 1, 2, 3, 4, 5, verbaut 6, 7, 8, 9 Bedrock-Blöcke. Dann zwar so, also besten Bedrock oder Obsidian. Das kann man ja nicht direkt kriegen. Aber Obsidian kann man ja so bekommen. Also Survival-Modus. Wir brauchen hier ein anderes Wasser. Block 4. Da ich jetzt ein Eis genommen habe, war noch ein Block. Die eine Hälfte nehmen wir dann hier. Ich kann ja auch direkt hier bei 10 Blöcke platzieren. Die sind ja die Zünder. Und hier muss auch noch ein Bedrock-Block hin. Pause machen. Hier sind 3 Repeater auf Stufe 4. Hier ebenfalls 3 Repeater auf Stufe 4. Hier kommt Redstone hin. Und das ist jetzt verbunden. Ich glaube, dass wir stellen jetzt doch den Hebel, den stelle ich mal an. Damit das hier ausbleibt. Und jetzt geht's ab zu den Kommandoblöcken. Also eine Fläche, eine bestimmte Fläche dafür auskleiden. Redstone, sag ich mal, nehme ich von hier aus. Das müssen insgesamt 7 Repeater sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Repeater. 7 Kommandoblöcke. Und dann noch ein 8er. Dann sind wir hier noch in einer Verzögerung. 8 vollen Repeatern. Also 8 wäre, glaube ich, das Idealste. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt hier ein Kommandoblock. Der 8. Mit 8 voller Verzögerung. Aber hier braucht kein Sticker. Das wird dann mal wieder nur angehen. Gehen dann nur einmal kurz an, das macht nichts. Und hier könnte man auch Powered Redstone platzieren dafür. Und ich habe hier auch noch den Redstone-Block vergessen. Dann nehmen wir Wasser und dann einen Block noch ein. Und jetzt muss ich die Kommandoblöcke wieder eingeben. Vielleicht hier am besten jetzt den Block von hier. Der Block mit Edge steht da. Dann muss ich jetzt den Befehl annehmen und dann den Kommandoblöcken eingeben. Hier steht 2, 9, 6, 3 und 550 TNT. Befehl muss man hier eingeben. Erstmal den probiere ich mal. Wenn ich den ausführe.
oder? Das ist die andere Kanone. Jetzt die andere Kanone, aus irgendeinem Grund. Ich weiß jetzt nicht, meiner Fail, aber. Da steht ja 2, 9, 6, 3, 550 TNT. Das ist ja hier, und das Wasser kommt ja wieder. Ja, diesen Befehl. Nochmal. Na, ich habe leider ein bisschen vergessen, deswegen muss ich den nochmal machen. Wassererklärung. Dann sieht man Looking at. Da bin ich nämlich auf, wenn ich nämlich den Pfeil nach oben taste, drücke, hört er nämlich auch aufzunehmen. Aufnahmeprogramm, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also genau diesen Befehl, den muss ich erstmal mit STRG A wähle ich alles aus, mit STRG C kopiere ich diesen Befehl. Und den packe ich jetzt hier in die Reihenfolge so erstmal rein. Mit STRG und V, also STRG V geht man den hier rein. Und dann sieht man, ob das ein X- oder Z-Achse aufgerichtet ist. Wenn man hier weit läuft, sieht man, die X-Achse wird kleiner. Man muss hier bis 273 runtergehen. Also bei mir muss ich die X-Achse immer verkleinern. Bei STRG V. So, 278. 277. 276. 276. 275. Mal wieder falsch. 275. 274. Das diese Kanone funktioniert erst ab der 1.7. Und 273. Wenn ich mich nicht geirrt habe, 273 müsste das letzte gewesen sein. Ja, das ist das letzte. Dann muss ich nochmal hier die X-Achse nochmal um einen verkleinern. Das ist 272, dafür muss ich die Y-Koordinate jetzt in meinem Fall um einen erhöhen. Da auch TNT hinschreiben und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Und ich hoffe, dass diese Kanone nicht in die Luft fliegt. Werde ich mal als Test drauf machen. Dann ist TNT platziert, ist gezündet und dann ist die TNT und das ist überstrengt. Um alles zu funktionieren, nur zu backen. Ein TNT. Das ist nur ein optischer Bug, aber es funktioniert. Wie man sieht. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video und abonniert mich.